Ich reise mit anderen um die Welt. Ich bin der Thomas, ich bin Hochschulseelsorger in Offenburg und Kehl. Pastoralreferent ist ein Allrounder und kann alles. Ich bin wahnsinnig gern mit Menschen zusammen. Ich bin wahnsinnig gern mit Menschen unterwegs. Ich bin total gern in Gesprächen. Ich rede sehr gern mit Menschen. Die Menschen reden auch gern mit mir. Und ich glaube, als Pastoralfreund kann ich den Menschen bei der Sinnsuche helfen. Die wichtigsten Dinge sind wirklich die einzelne Begleitung für Leute, die wirklich in Not sind. Also ich konnte wirklich die letzten Jahre mehrere junge Frauen, die Kinder gekriegt haben, begleiten. Durch Fundraising und Spenden konnte ich die wirklich unterstützen, dass denen geholfen wird. Wirklich beeindruckend war die Reise nach Assisi. Das ist schon ein bisschen länger, da war ich noch in Karlsruhe als Pastoralreferent. Aber die Reise war so genial, dass wir es geschafft haben, dass 10 Begleiter und 40 Firmlinge danach die Kirche gerockt haben im Firmengottesdienst. Der Zusammenhalt, der war unglaublich. Und wir haben wirklich eine Wahnsinnszeit gehabt. Dass ich gemerkt habe, nicht nur das Gespräch, sondern einfach diese Hilfe, die ich weitergeben konnte, auch jetzt zum Beispiel bei der Frau, die jetzt mit dem Kind da war, das war letzte Woche, der ich da helfen konnte, einfach ihr 2 Schuhe gekauft habe, auch für 2 neue Paar Schuhe. Und ich das Blinken in den Augen gesehen habe, wie die sich gefreut hat, wo ich mir dann gedacht habe, toll. Also ein schwieriger Moment war sicherlich in Rom, als mir ein Mädel mit 13 Jahren zusammengebrochen ist, nachdem wir 14 Stunden dahin gefahren sind. Und dann nachts um 3 kommt sie zu mir und sagt, oder nicht sie kommt zu mir, sondern ein paar Freundinnen sagen, sie dehydriert gerade. Und ich muss nachts um 3 gucken, dass die irgendeine ärztliche Versorgung kriegt und fahre dann mit dem Krankenwagen mit ihr ins Krankenhaus bis morgens um 5 Uhr in der Klinik und ich weiß, dass ich am nächsten Morgen 40 Leuten um 9 Uhr weiterziehen muss. Das war sicherlich ein schwieriger Moment. Jeder, der sowas machen will, der hat das Gefühl, ja, da bin ich dann vielleicht richtig, ich kann das auch. Also ich finde es schwierig zu sagen, was für ein Typ muss ich sein. Ich glaube, das kann jeder Typ sein. Jeder geht damit anders um. Ich glaube, dass alle, die vorher an meiner Stelle waren, das anders gemacht haben und auf ihre Art, dass es gepasst hat. Ich glaube, da gibt es keine Typfrage. Jeder macht es anders, jeder geht damit anders um.